Ja, was ist denn jetzt los? Auf geht's! Auf geht's! Servus, Bernd. Wir haben heute den Anstrich Samstag und wir sind hier mitten in München bei Claudia. Hallo, Claudia. Hallo. Ja, danke, dass wir da sein dürfen in deinem Laden heute. Ja, ich freue mich natürlich. Der Festzug geht natürlich hier los um die Ecken und dann hast du ja die tolle Idee gehabt. Diesmal treffen wir uns nicht im Käfer, wir treffen uns bei mir im Geschäft. Ja, unbedingt. Ich meine, wie lange ist das jetzt her? 2 Jahre, glaube ich. Ich weiß ja nochmal genau, dass es doch schon etwas länger her ist, weil wir hatten ja mal so eine Big Brother-Geschichte. Das verbindet uns ja. Da haben wir uns kennengelernt. Da durfte ich auch nicht Thomas heißen an dem Abend, wenn ihr euch erinnert. Genau, richtig. Ja, und wenn sich auch noch jemand daran erinnert, habe ich damals gesagt, ich werde never, ever, ever, and ever, and ever, and ever, and ever. Ich glaube, ich habe so 578 Mal ever. Ja, kommt hin, ever, so ungefähr, ever gesagt, ja. Ne? Und bin dann doch reingegangen. Und das war natürlich der Brüller. Das war der Brüller. Für dich, für mich eher weniger. Ne? Aber ich muss auch dazu sagen, da hatte ich so 2, 3 Gläser Shampoos schon intus. Das war ja, ich weiß es noch, das war der letzte Wiesenabend. Ja. Und das war deine Mädelswiesen. Mit deinen Freundinnen warst du damals im Käfer. Ja, da kannst du doch kein Interview mit mir machen. Also und ich habe es trotzdem gemacht. Schall. Das hat er extra gemacht. Schande über mich. Aber jetzt sind wir hier, extra bei dir jetzt im Laden. Sag mal, wie geht's dir? Wie fühlst du dich jetzt zu Wiesen 2016? Ja, also ich freue mich total. Ich freue mich auf die Wiesen. Ich habe schon ganz viele tolle Kunden eingekleidet, mache ja immer noch meine Unikate und es ist sehr, sehr, sehr viel Arbeit. Deshalb bin ich auch ein bisschen weißer als alle anderen, aber das macht mir nichts. Mir macht es Spaß, das ist immer noch mein Baby. Ich nähe ja selber, was ja auch viele nicht glauben, aber ich glaube mittlerweile jetzt im 2. Jahr, ich habe so viele Neider, was mich ja allerdings freut, weil ne, Neid muss man sich ja, wie du das ja auch weißt, hart erarbeiten. So ist ja. Und vor allem der Kuchen ist ja nicht groß. Ne? Da jeder will ja was vom Kuchen abhaben in der Branche, vor allem in der Dirndl-Branche. Da muss man schon zeigen, was Sache ist. Ja, aber wer hat schon Stoffe von Dolce & Gabbana und was weiß ich, Valentino und alle möglichen eigentlich in diese Richtung gehen, Gucci. Mhm. Wer hat die schon und macht daraus ein Unikat in 2,5 Tagen? Das ist richtig flott. Respekt. Zeig mir den, der das kann. Nee, und wenn, dann jetzt melden. Das wollen wir sehen. Gibt's nicht. Genau, gibt's nicht. Sag mal, gibt's so einen Wiesn-Hit von dir? Oder einen Song, wo du sagst, der gehört dazu und den kannst du gar nicht feiern? Ach, da gibt's tausende. Könnte ich jetzt alles vorsingen. Als allererstes fällt mir, hey, baby, ne? Und so weiter. Also da gibt's einige, die ich alle mitsingen kann, alle auswendig kann. Und also. Wenn du dich entscheiden müsstest zwischen einer Mass Bier, so einer richtig geile, eisgekühlte Mass. Mhm. Und ein Glas Wein. Was würdest du entscheiden? Shampoos. Shampoos geht immer. Fast Shampoos in jedem Fall. Nee, das Gute ist daran, dass ich bin, also ich trinke auch ab und zu mal Bier, aber vielleicht so 2-mal im Jahr, auch mal auf der Wiesn. Mhm. So ein Radler mal mittags, da würde ich jetzt keinen Champagner trinken, aber so bei abends, so im Weinzelt, so ein schönes Gläschen Wein, einen schönen Prosecco oder auch mal einen schönen Shampoos, wenn ich Geburtstag habe, das geht immer. Gibt es denn bei dir auch so eine Verhaltensregel, wo du sagst, da hältst du dich dran, das würdest du auf der Wiesn niemals machen? Also ich sage jetzt ganz ehrlich, ich würde nicht ohne Bluse gehen. Mhm. Also das machen ja so viele. Ja, das ist ja das Furchtbare. Jetzt mal wirklich also ich habe bildhübsche Kundinnen, ja. Ne? Ich kann dir wirklich Kundinnen zeigen, die haben Größe 34, 36, die sind wirklich spindeldürr. Sogar meine Tochter hat 32. Die würde nie im Leben auf die Idee kommen, ohne Bluse zu gehen. Mhm. Also ich weiß, dass ich bin ja auch nicht immer sehr traditionell. Ich habe ja auch ausgefallene, ausgeflippte Stoffe. Was ja auch dazugehört mittlerweile. Genau, was auch dazugehört. Aber ohne Bluse finde ich immer, es sieht immer ein bisschen billig aus. Mhm. Ne? Also das ist schon mal dann der Tipp von Claudia Effenberg. Immer eine Bluse zur Wiesn mitnehmen. Ja, absolut. Auf jeden Fall. Ne? Und natürlich Unterwäsche auch, ne? Weißt du ja. Ja. Wie ist das denn so im Partnerlook? Es gibt ja mittlerweile immer auch, das sieht man ja oft auf der Wiesn, dass dann die Mädels zu ihrem Burm abgestimmt sind. Findest du das gut oder sagst du, jeder sollte eigentlich das anziehen, was ihm am besten gefällt? Also ich finde das eigentlich total, ich finde es eigentlich süß sogar. Mhm. Also ich finde es schön. Es gab Zeiten, da hat auch jetzt auch mein Mann mal gesagt so, ja, ich ziehe heute das grüne Hemd an und ich so, dachte ich noch nicht so viele Dirndl. Das war dann für mich ein Problem. Jetzt ist es nicht mehr. Jetzt gucke ich, was ziehst du morgen für ein Hemd an? Ah, ein blaues? Okay, dann ziehe ich mal ein blaues an. Da war das aber, das war halt schon, ist schon ein paar Jährchen her. Aber jetzt finde ich es eigentlich schön. Ich finde es sogar schön, wenn man mit einer Freundin geht. Ich gehe morgen mit einer Freundin auf die Wiesn und ich weiß, welches sie trägt. Natürlich ein Kleid von mir. Und dann weiß ich, aha, dann ziehe ich das und das an, weil dann
passt das einfach gut, weil es sieht einfach schön aus. Wenn ich die ein oder andere Freundin habe oder meine Tochter marschiert mit ihren Mädels, die haben ja mittlerweile, glaube ich, alle einen Dirndl von mir, dann finde ich es schon schön, wenn da eine Linie drin ist, weil es sieht einfach immer mega aus. Natürlich, der ein oder andere, klar, ist man dann auch kunterbunt, aber das bleibt jedem selbst überlassen. Aber ich finde es eigentlich schön, diesen Partnerlook. Ich habe es damals schon gemacht mit meiner Tochter auf der Regine Six Wiesen, die ja heuer leider nicht stattfindet. Da wollte ich dich noch zu fragen, wie findest du das eigentlich, dass die nicht stattfindet? Also ich mag die Regine sehr gerne und ich finde es gut, dass sie gesagt hat, für 1400 Frauen möchte sie keine Verantwortung übernehmen. Mhm. Sie geht, das heißt, so wie ich, sie lässt sich das nicht nehmen, aber das ist ja nun mal wirklich ein Fakt, wenn da was passiert. Auch wenn ich meine Frauenwiesen mache und da lade ich 20 Mädels ein, das habe ich auch abgesagt, weil ich gesagt habe, ich möchte auch nicht, wenn da irgendwas passiert oder irgendeine Panik ausbricht oder sonst irgendwas, das wäre nicht okay. Also ich kann das verstehen. Was ich nicht möchte, dass jetzt keiner, also dass jetzt alle sagen, nee, wir gehen nicht mehr auf die Wiesen. Ich habe es an meinem Geschäft gesehen, war Weltklasse. Also denke ich mal, gehen noch genug Mädels und noch genug Jungs. Eben, und du gehst ja auch auf die Wiesen. Das ist schon mal sehr, hallo? Sehr gut, weil wir haben vorhin ja gesagt, eine Wiesen ohne Claudia Effenberg, das geht nicht. Das gibt es auch gar nicht. Nein. Umso besser. Und zum Abschluss, liebe Claudia, was wünschst du allen Wiesen-Gaudi-TV-Zuschauern zu Wiesen 2016? Also zu Wiesen 2016 wünsche ich natürlich allen TV-Gaudis, vor allen Dingen dem hier, dass ihr einfach Spaß habt, dass ihr das Leben genießt, dass ihr nicht so oft an die dunkle Seite, die es überall gibt, denkt, sondern einfach positiv ins Leben gehen und Party, 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 yeah. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Interview, Claudia. Friedliche, ja, erfolgreiche, schöne Wiesen, ja, und bis bald im Käfer. Wir sehen uns very soon. Tschüss, ciao. Ciao.